Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video stelle ich euch das neue Labby Mod 4 Griefer Games Addon vor. Für diejenigen, die das Ganze in letzter Zeit nicht mitbekommen haben, es gab ja eine heiße Debatte um das Scammer-Radar. Aktuell gibt es ja auch noch davon, meine ich, keinen Labby Mod 4 Addon, und nach dem ganzen Hin und Her mit New Hive, Big Banger und so weiter und so fort, wurde nun der Entschluss gefasst, das Community-Radar ins Leben zu rufen. Und heute in dem Video stelle ich euch das Addon schon mal, bevor es öffentlich ist, vor. Wann das Ganze für euch auch zur Verfügung steht, kann ich noch nicht sagen, aber zu dem heutigen Zeitpunkt auf jeden Fall noch nicht, so wie ich die Info habe. Es könnte aber sein, dass es diese Woche noch veröffentlicht wird, aber fest steht hier noch nichts. Kurz vorab, wenn ihr das Add-on euch dann mal gedownloadet habt, dann tut ihr euch das in den LabbyMod Neo/Addons Ordner installieren und dann müsstet ihr auf LabbyMod, dann auf Addons und installierte Addons gehen und dann solltet ihr hier das Community-Radar von ByPanda drin haben. Wenn wir hier auf die Einstellungen gehen, können wir das Ganze aktivieren und deaktivieren. Dann die ganzen standardmäßigen Dinge, wie zum Beispiel, dass die Scammer und Trusted MMs eben im Chat markiert werden bzw. in dem Name-Tag haben. Im Tab, dann können wir hier uns auswählen, was wir denn aktiviert haben wollen. Die Scammer-Liste vom Community-Radar und noch die Trusted MM-Liste von Verballert. Bei der Scammer-Liste vom Community-Radar können wir uns natürlich hier auch dann den Scammer-Prefix einstellen, wie wir ihn haben wollen. Oder bei einem Trusted MM haben wir hier das Ganze auch nochmal dasselbe. Dann haben wir hier unten noch den Community-Discord und hier unten haben wir noch die GitHub-Verweisung. Jetzt kommen wir aber zu den ganzen Befehlen, die das Radar umfasst. Die können wir einsehen mit Radar Help. Und hier bekommen wir schon die ganzen Befehle, was denn in diesem Add-on alles drin ist. Es kann sein, dass die Befehle nicht 1:1 so abzurufen sind, denn ich habe auch die Info, dass möglicherweise die Comments leicht abgeändert werden, aber der Großteil wird, denke ich mal, gleich bleiben. Hier haben wir jetzt erstmal so eine /Help-Übersicht, was denn alles hier man machen kann. Das Ganze gehe ich jetzt mit euch mal kurz durch, damit ihr ungefähr wisst, wie muss ich was anwenden. Zuerst haben wir /Radarlisten und dort sind standardmäßig immer zwei Listen drin. Einmal Community Radar Scammer und einmal Verballer Trusted. Jetzt können wir noch zusätzlich Listen hinzufügen, wenn wir wollen. Das Ganze machen wir einfach mit /Radarlist@. Dann geben wir dieser Liste einen Namen, zum Beispiel wollen wir jetzt eine eigene Scammer-Liste führen. Die Liste nennen wir jetzt einmal Scammer und dann einen Prefix, welche dann diese Gruppe eben haben soll. Zum Beispiel sagen wir 7 Klammer auf und C Scammer und 7 Klammer zu und zack, Liste wurde erstellt. Wenn wir jetzt wieder Radarlist machen, sehen wir schon hier, die Scammer-Liste ist erstellt worden. Falls wir jetzt einen falschen Prefix eingegeben haben oder den hinterher einfach nur ändern wollen, können wir das Ganze natürlich auch machen mit Radarlist-Prefix, dann Scammer und dann tun wir das Ganze eben umändern in einen anderen Prefix zum Beispiel und 6GG, keine Ahnung, nur mal so als Beispiel, dann wäre dies und 6GG eben dieser neue Prefix. Die Listen können wir natürlich auch wieder entfernen mit Radar-List-Delete und dann zum Beispiel die Scammer-Liste. Da schreiben wir dann einfach nur Scammer rein. Mache ich jetzt nicht, weil ich möchte euch noch gleich ein Beispiel zeigen, wie man denn Leute auch in diese Liste aufnimmt. Wir sehen aber auch schon mal in der Tab-Liste unter meiner Facecam, dass Tim L. Daywalker schon als Trusted Middlesman eingetragen ist bei der Verballert-Liste. Bedeutet, wenn wir jetzt Radar-Check Tim L. Daywalker machen, bekommen wir die Auskunft, der Spieler wurde in der Liste gefunden, Prefix MM, Name TML Daywalker, keine Notiz. Dann haben wir hier die Daten und somit wissen wir, es ist ein Trusted MM, mit dem können wir handeln. Das Ganze können wir natürlich bei jedem machen oder, was ich auch sehr feiere, /Radar-Check-Sternchen. Damit wird der komplette City-Build abgegrast und sagt uns eben, welche Spieler in welcher Liste sind. Ich glaube, das funktioniert noch nicht ganz, weil Daywalker ist ja hier schon in der Trusted MM-Liste. Hier wurde auch gesagt, Online-Spiele in einer Liste. Es sind keine Spiele online, welche in einer Liste eingetragen sind oder in einer deiner Listen. Da weiß ich gerade nicht, ob es nur spezifische meine Listen sind. Deshalb fügen wir jetzt einfach mal wen in unsere Scammer-Liste hinzu. Das machen wir mit Radar Player Add
dann die Liste, das wäre Scammer. Und jetzt einen Namen, zum Beispiel der Spieler heißt jetzt Scammer XY, nur mal so als Beispiel. Und dann könnten wir jetzt hier noch eine Notiz hinzufügen von wegen böse. Spieler wurde zur Liste hinzugefügt. Dann machen wir einfach Radar-Check Scammer XY. Und dann sehen wir schon, der Spieler wurde in der Liste gefunden. Name Scammer XY, Notiz böse und dann eben den Zeitpunkt. Das Ganze können wir natürlich auch wieder rückgängig machen mit Radar Player Remove Scammer XY. Und dann wurde der Typ aus der oder der Spieler aus der Liste entfernt. Jetzt können wir das Ganze nochmal checken und er wurde nicht gefunden. Es gibt auch noch kleine Nebencomments, die man auch verwenden kann. Zum Beispiel Community Radar slash Scammer slash Trusted MM sowie auch MM, aber auch slash Radar an sich funktioniert. Jetzt möchte ich nach dem View meine Scammerliste wieder entfernen. Bedeutet Radar List Delete Scammer. Slash Radar Listen und schon sehen wir, es sind nur beide Listen jetzt wieder eingetragen. Das wäre an sich erstmal grob runtergebrochen, alles was aktuell in diesem Add-on verfügbar ist, was ihr wissen müsst, wie das Ganze funktioniert. Das Ganze ist aktuell für die Labby Mod 4 verfügbar. In Planung ist aber noch die 1.8.9 für die Labby Mod 3, die Forge-Version sowie die Fabric Mystery 1.20.x Version. Alle Infos bekommt ihr auf dem Community Discord, der ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten lasst gerne eine positive Bewertung da und abonniert kostenlos den Kanal. Jeden Dienstag um 17 Uhr gibt es hier ein neues Griefer Games Video. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, Leute.